Drosophila und die, das ist immer die Fliege, die ist so groß. Das ist die, die das Obst auffrisst und die das so weich macht. Und zwar da hat sie diese zweiartigen Fühler. Und das, damit fühlst du, was vorne passiert, weil die hat diese Facettenaugen und die stehen hier zur Seite. Und damit kann sie schlecht beobachten, was vor ihr also passiert. Aber die Fruchtfliege kann mit diesen Facettenaugen auch bei völlig bewölktem Himmel den Stand der Sonne erkennen. Und die Fruchtfliege atmet also unter diesen Knubbeln da. Und das sind zurückgebildete Flügel. Und dann atmet sie auch noch hinten am Körper. Und dann hat sie noch am ganzen Körper Fühle. Und die nimmt sie, um also Bakterien auf das Obst zu übertragen und zu fühlen. Das ist die Hausstaubmilbe. Sie ist 4000-mal vergrößert. Und die Hausstaubmilbe mag es nicht, wenn es mal kalt oder ganz kalt ist, mal ganz warm. Sie mag nur, wenn es immer also ungefähr die gleiche Temperatur ist. Und sie lebt in Kuscheltieren, in Gardinen, in Matratzen, im Bett und in anderen Sachen. Manche Menschen haben gegen Hausstaubmilben eine Allergie. Nicht gegen die Hausstaubmilben selber, sondern gegen ihren Kot. Und eigentlich sind die Hausstaubmilben nicht gefährlich. Und die Zunge, auf der Zunge kann man am meisten Köder ganz hinten schmecken. Süß am meisten ganz vorne, sauer an den Seiten und salzig in der, also in der Mitte. Aber man kann alles auf der ganzen Zunge schmecken. Und die Japaner haben herausgefunden, dass man auch Fleisch geschmeckt.